Lialo, heute ein Video von Linux Mint. Ich mache das jetzt mal hier live und in Farbe. Linux Mint 17.1 XFCE. Wie bin ich drauf gekommen? Erstens hatte ich es gerade da, war auf der Linux-Welt mit drauf. Zweitens hatte ich einen Kollegen, der hatte ein altes Ubuntu 11.04 drauf. Und ich brauchte irgendeine CD, irgendeine Linux sollte drauf. Ich wollte mir nichts runterladen. Hatte keinen Stick greifbar, das Ding drauf. So bin ich da hingekommen. Linux Mint 17.1. So, jetzt mache ich das von der Handkamera, damit ihr den Start seht. Also, wenn ich jetzt das so ein bisschen hin und her zoomt. Hallihallo übrigens, ich sitze hier hinten. Mein Fernseher spiegelt, ja? Meine Putzfrau hat geputzt. Ich besitze eine Putzfrau. Ja, jetzt nicht sklavenmäßig, aber Gegenbezahlung. Jedenfalls. Linux Mint, warum erzähle ich so Mist? Weil der Start so ein bisschen dauert bei Linux Mint. 32-Bit-Version hier auf dem Laptop. So, ihr seht Linux Mint, deshalb hier von der Handkamera. Sieht man das? Ich rumpel jetzt mal so ein bisschen rum, damit man das so alles so sieht. Hat mittlerweile anderen Startbildschirm, der ändert sich mit der Zeit. Wenn ihr also ja, beim Starten mit einer rostigen Eisenbahnschiene, das ist jetzt kein Witz, rostigen Eisenbahnschiene begrüßt werdet, dann ist das vollkommen normal. Was auch vollkommen normal ist, ist, dass hier, da ist rostige Eisenbahnschiene. Ich lüge nicht. Jedenfalls meistens. Vollkommen normal ist auch, dass ihr erstmal auf den Benutzernamen, der wahrscheinlich oben drüber steht, klicken müsst. Ja, Vorteil von der Kamera. Ich kann jetzt mal zeigen. Also das ist schon der zweite Start. Normalerweise stand der Benutzername hier drüber, hier oben drüber. Den musste man jetzt anklicken, damit er da erscheint, damit man da das Passwort eingeben kann. Hätte man das nicht so gemacht, wäre das Passwort quasi da erschienen, weil der eigentlich dann erstmal den Benutzernamen will. Also, habt ihr verstanden? Nee. Wenn ich den Benutzernamen nicht anklicke, der da oben steht, denkt er, ich müsste den erstmal manuell eingeben. Ne? Also Benutzernamen anklicken, der erstmal da drüber steht, beim ersten Start und dann erst das Passwort 234. Okay. So, wie gesagt, das ist frisch installiert. Installiert habe ich mir eine zwischenzeitliche Record My Desktop. Ja, Record My Desktop, um den Bildschirm aufzuzeichnen. Ich lasse jetzt aber meine Handkamera mitlaufen, nur für den Fall, dass Record mein Desktop bei dieser frischen Installation es nicht tut. So, wie gesagt, erster Start. Das kann dann durchaus sein, dass das dann mal so aussieht, dass wir uns da hier oben drüber über dem Benutzernamen steht der Benutzername ursprünglich da draufklicken müssen, damit er da erscheint, damit man das Passwort eingibt und nicht den Benutzernamen. Da habe ich schon mal vorbereitet einen Screenshot gemacht, der kann jetzt mal in den Müll. Ja, was wir auch sehen oder auch nicht, ist, dass wir ein Löschen-Kommando haben. Jetzt starte ich mal besser Record My Desktop in der Hoffnung, dass es funktioniert. Oh, Linux Mint hat gleich zweimal das Terminal gestartet. War ich ein bisschen schneller, Record My Desktop. Vielleicht schalte ich an dieser Stelle um auf einen schöneren Bildschirm, wo ihr mehr erkennen könnt. So, hoffen wir mal, dass das funktioniert hat. Also, hier ist ein Bild. Rechtsklick löschen ist hier standardmäßig schon aktiviert. Normalerweise muss man das im Nautilus oder wie auch immer der Dateiname Manager heißt, manchmal heißt er Files oder ähnlich, das erst aktivieren, dass der Löschbefehl den Müll umgeht. Hier nicht so. Persönlicher Ordner sehen wir mintmäßig. In Grün kann man auch umstellen, andere Farben. Ich habe jetzt mal mit Absicht alles so gelassen in der Größe, wie es ist, damit wir mal durchgehen können, was ich normalerweise so mache. Linux Mint 17.1 ist übrigens eine LTS-Version, basiert auf Ubuntu 14.04, also 2014. Im April rausgekommen, Ubuntu 14.04. Jetzt, wo Ubuntu 14.04 ein Jahr alt ist, ist es schön stabil. Linux Mint 17.1 basiert darauf und wird alles eine LTS-Version ist. Paketquellen Ubuntu 14.04 sind LTS-Bibliotheken.
bis 2019 aktuell gehalten. Ne? Also guter Zeitpunkt einzusteigen. Deshalb auch die CD genommen und dem Kollegen aufs Auge gedrückt. Hier mit XFCE Desktop. So, schauen wir mal. Was machen wir als erstes? Mir ist das alles irgendwie zu klein. Ne? Alles zu klein. Jetzt müssen wir erstmal wieder forschen. Jugend forscht. Wie ist das hier unter Linux Mint? So. Jetzt hat hier dieses Pop-up-Fenster, das man durch das Klicken auf das Startsymbol, was aussieht wie Mint, erreicht, hier oben so eine Ecke. Ne? So, da zerre ich dann erstmal dran rum, da ein bisschen größer wird. Ne? Da kann man was erkennen. Manchmal ist hier auch so ein Trennelement, was man hin und her zerren kann. Hier in dem Fall scheinbar nicht. Da ziehe ich dann normalerweise auch dran rum. Gut, jetzt gehen wir mal auf Einstellungen. Und dann suche ich immer erst so erscheinungsbildmäßig, was kann ich denn einstellen, damit das ein bisschen größer wird hier auf meinem Bildschirm. Symbole, Schriften, aha, Standardschrift ist Noto Sans 9, ist ein bisschen klein für dich. 14, okay, wäre das dann besser? Das sieht besser aus. Bis auf, ich sag mal, den oberen Rahmen. Ich mache das jetzt mit Absicht fürs Video nochmal ganz sehr größer, damit wir überhaupt mal was erkennen können. Gut, Einstellungen, Text unterhalb der Symbole, Schriften. Kann man einstellen, DPI, gut, dann gefällt mir nicht. Linux Mint ist ja grün, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Mir gefällt es aber da meistens besser anders zu sein als die anderen. Da gehe ich doch mal auf Aqua. Und schon ist Linux Mint hier blau. Ist das nicht schön? Blaue Symbole, Steuerungstaste drücken, Mausrollrad nach vorne oder hinten. Na, blaue Symbole in Linux Mint, nett. Also wieder schön einstellbar, gefällt mir. Oberfläche Mint X Aqua, ja, sehr schön. Und wir sehen, jetzt haben wir auch die seitliche Reiterleiste blaue Symbolchen. So, und jetzt kann ich hier auch dran rumzerren, das, was ich vorhin nicht konnte. Wahrscheinlich, weil die Schrift groß genug war. Steuerungstaste, Mausrollrad nach vorne, Linux Mint im Blau. So, wir machen das jetzt mal gemeinsam, was ich so als erstes mache. Gegebenenfalls, die Kreuzchen gefallen mir nicht, müsste ich mir gegebenenfalls noch ein anderes Thema aussuchen. Den Hintergrund will ich auch nicht so lassen. Rechtsklick auf dem Hintergrund. Schreibtisch einstellen. Gut, bei manchen heißt der Desktop. Beim ersten Start dürfte sich die Anzahl der schönen Desktop-Hintergründe automatisch erhöhen. Gegebenenfalls aus dem Internet nachgeladen werden oder aus diversen Quellen. Ich gucke gerade mal auf meinen Modem. Nein, er lädt nichts aus dem Internet. Der holt sich das anscheinend aus der Platte und aktualisiert beim ersten Mal die Ansicht. Da gibt es aber verdammt viele und verdammt schöne Hintergründe. Wir suchen uns einen, der uns jetzt mal so gefällt. Das gefällt, wir wollen blau. Ja, ich mache das jetzt mal komplett so, wie ich immer so anfange. Wenn ich ein System neu habe, das passt mir jetzt gerade so. Wir suchen uns was Schönes Blaues. Jetzt wäre zum Beispiel die Wolken, die kenne ich aber irgendwo schon her, die gibt es schon lange. Das ist mir zu doof. Ich will irgendwas, also das kenne ich auch schon längere Zeit. Gut, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass es auf Ubuntu 14.04 basiert. Haben wir denn nichts Schöneres? Ihr könnt euch mal überlegen, was ihr hättet genommen. Sagen wir mal, dem da. Ob das nun schön ist oder nicht, sagt ihr gleich das Licht und schließen. So, ein bisschen dunkel, aber egal. Gut, persönlich, warum steht hier eigentlich ein Ordner, der Ubuntu Mate heißt? Auf dem System war vorher noch ein anderes. Da musste ich darauf achten, dass Ubuntu Mate nicht überschrieben wurde. Denn das war auf der ersten Partition. Hier sieht man es gut. Ubuntu Mate habe ich noch zusätzlich drauf. Es war auf der ersten Partition und Linux Mint wollte bei der Installation Ubuntu Mate überschreiben. Na, da musste ich darauf achten, dass ich da etwas anderes auswähle und eine andere Partition aussuche, die ich hatte. Ja. Na, also das fand ich nicht so schön. Ja. Außerdem musste ich auswählen, nicht nur Deutsch, sondern die deutsche Tastatur definitiv auch nochmal auswählen bei meinem System.
Ansonsten lief die Installation reibungsfrei ungefähr in 20 Minuten. Also ist mir doch so ein bisschen dunkel jetzt. Es gibt hier schönere. Ja, es gibt hier bestimmt noch was. Was nehmen wir denn? Das soll jetzt nicht zu lange dauern mit Minimum schließen. So, Wasser. Linux Mint im blauen Wasserdesign. Gut, was wollten wir noch ändern? Wir haben hier noch ja, die Kreuzchen. Ne? Die gefallen mir standardmäßig nicht so. Jetzt, ich kenne jetzt nicht auswendig, wo das ist unter Linux Mint, aber ich weiß, dass hier oben noch ein Alle-Einstellungs-Symbolchen ist. Und wie gesagt, dieses Plus gefällt mir nicht. Ich bin eigentlich andere Dinge gewohnt. Erscheinungsbild, das hatten wir schon. Gut, dann machen wir schließen. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass ich nicht wieder zurückkomme. Also nochmal. Nochmal hier oben drauf. Einstellungen, Arbeitsflächen will ich nicht. Feinverhalten des Fenster. Verhaltens, Fensterverwaltung kann ich mal reingehen. So, jetzt könnte ich mir noch aussuchen, wie sieht es denn aus? Schrift im Titel, da wollte ich erstmal hin. Da ist nämlich auch noch der Notosans-Bolt, ne, den mache ich jetzt auch mal 16, der Titeltext, dass der groß ist und den könnte ich auch mal auf Mint Aqua. Tut sich da was? Ich sehe da jetzt nichts. Keyboard, Fokus, Titelleiste, aktiv, Mint X Tail. Nein, an der Titelleiste selber hat sich da nichts geändert. Also da suche ich dann immer erst, was da ist. Ich muss also unten auf alle Einstellungen gehen. Gut, schreiben Feinverhalten des Fensters. Zugriff auf Arbeitsflächenplatzierung, Kompositor. Compositing ist aktiviert, also das transparente Verhalten bei manchen Fenstern. Ne? Und hier muss ich wieder auf alle Einstellungen klicken, damit das Fenster wieder erscheint, wo ich vorher. Gut, haben wir auch noch verstanden. Erscheinungsbild, Symbole, Schriften, Einstellungen. Wo ist die Titelleiste aller Einstellungen? Jetzt muss ich wieder suchen. Ich lasse das jetzt mal live durchlaufen, weil jedes Linux-System ist so ein bisschen anders. Titel ausreden, Mittel, Titelleiste. Ich möchte doch gerne irgendwo, wer ist denn? Ah, ich war schon richtig, nur die sahen alle gleich aus, die hießen ja alle Mint. So, jetzt habe ich eins genommen, das nicht Mint heißt, das heißt hier Moheli. Und schauen Sie das ganz pfiffig aus, Krokodi, Duala oder Default. Ist auch ganz nett, sagen wir mal, das gibt es ja eigentlich sowas wie weitere Themen online erhalten, sehe ich jetzt hier nicht. Die Ecke lässt sich recht gut greifen, ist auch nicht immer unbedingt so gut. Also Moheli ausgewählt, damit meine Knöpfe eckig aussehen. Ja, gefällt mir besser als diese Kreuzchen, die Linux Mint da so hat. Gut, schauen wir mal weiter. Somit hätten wir erstmal die optischen Optionen auf Schwimmen, also der Schreibtisch. Gut, dass wir so viele Bilder haben. Ja. Gibt es denn nicht irgendwas architektonisch Anspruchsvolles für mein Video? Wir haben ein äußerst anspruchsvolles Video. Das ist schön. Das habe ich nämlich meinem Kumpel. Ne? Das fand ich, So, sehr schön. Was habe ich hier noch? Hier habe ich eine Option Terminal hier öffnen. Sehr schön. Apropos Terminal, das hat keinen Titel. Ja. Und wenn ich jetzt die Größe ändern will, dann will ich überhaupt mal was lesen können. Nur mit Rechtsklick rein und in die Einstellung rein, damit ich an das Profil kann. Ja. Terminal, Aussehen, Monospace von 10. Ja, wir hatten alles ziemlich kleine Schriften hier drin. Meinetwegen auf 20, okay. Und jetzt sieht Linux Mint schon mal so aus. Und es ist standardmäßig transparent. Finde ich gut. Also, jetzt können wir wenigstens mal was lesen. Machen wir mal, wie immer, Uname minus A, damit wir mal das Kernel sehen. 3.13037 Generic i686, also 32 Bit. Früher hießen die immer i386. Die 64-Bit-Version haben AMD 64 hinten dran. LSB Release
minus A. Und zwar heißt diese Version, die haben alle einen Codenamen, Rebecca, sehr schön. Linux Mint 17.1, Codename Rebecca haben wir hier. Wir haben uns das optisch schon mal ein bisschen aufgebrezelt. Was mir aufgefallen ist, die untere Leiste kann man direkt mit Rechtsklick verändern. Bei anderen Versionen, zum Beispiel beim GNOME, in gewissen Versionen, muss man erst die Alt-Taste zusätzlich drücken, damit man da überhaupt was machen kann. Leiste selber, die Leisteneinstellungen, die Zeilengröße in Pixel mal größer, damit man das mal erkennt. Sehr schön, ja, könnt ihr hier frei einstellen. Und Objekte, die da drauf sind, könnt ihr hier hinzufügen. Plus, und da könnte man was suchen. Hier kann man schön ziehen, also ich erwische die Ecke sehr gut. Ist nicht bei jeder Linux-Version gut zu erwischen, die Ecken eines Fensters. Manche Versionen fummelt man sich den Wolf. Was hier übrigens auch gern gesehen ist, Leiste unten, gerade bei Windows-Umsteigern gern gesehen. Die Knöpfe sind standardmäßig rechts oben. Ubuntu hat das nicht so und selbst Ubuntu Mate oder das Mate Panel sind meistens oben und nicht unten. So, was hatte ich gesehen? Es gibt hier ein schönes Plugin mit dem Wetterbericht hinzufügen. Nachdem wir das hinzugefügt haben, sehen wir hier zweimal keine Daten. Entfernen, entfernen. Ich habe es nämlich zweimal hinzugefügt. Jetzt mache ich die Leiste wieder zu. Rechtsklick, Eigenschaften von dem Wetterbericht, könnte ich sagen, guck mal, der verrät, wo ich gerade bin. Ich bin in Wiesbaden. Nö, nicht wirklich. Fast ähnlich. Ne? In Europa, Berlin auch nicht. Ja, gut, das ist so die Zeitzone. Aber schon mal so ungefähr das Wetter. Ne? Gut, Einheiten, Celsius finde ich gut. Schriftart könnte ich mir aussuchen. Hier unten sehe ich direkt Wiesbaden in Germany. Ist es klar? Das ist mir total klar. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Einmal draufklicken, sehr schön. Sonnig, montags, dienstags und so weiter. Und wenn ich rechtsklick, das Ganze verschieben will, kann ich das auch tun. Ich sehe einen roten Strich und schiebe es mir dahin, wo ich es haben will. Dann kann ich immer direkt aufklappen lassen. Wird sehr gerne genommen, so ein Wetterbericht, gerade jetzt im Übergang. Frühling, Sommer und so weiter. Rechtsklick auf die untere Leiste und auf unserem Starter landen. Das kann ich auch bearbeiten, das Ganze. Wenn mir das Mint-Symbol nicht gefällt, ich zum Beispiel ein Windows-Logo haben wollte, werde ich wahrscheinlich erschossen. Nein, aber ich könnte mir auch einen Text angeben lassen. Und wenn ich da zum Beispiel Start schreibe, finden das wahrscheinlich einige angenehmer. Oder man will beides, Symbol und Titel, dann hat man das Mint-Symbol und da steht Start. Ne? Gut, Symbolgröße der Anwendung kann man kleiner, größer. Wenn mir das zu klein ist, kann man es noch so ein bisschen größer machen. Und noch größer, dann sieht das nämlich so aus. Sehr schön. Wenn mir jetzt wieder der Platz nicht reicht, mache ich das mal gerade hier zu. Wenn mir der Platz wieder nicht reicht, die obere rechte Ecke zerren und dann kann ich hier weitermachen. Wir haben ein XFCE-Terminal, der Dateimanager ist Thuna. Ne? Das ist nicht der Nautilus, das ist der Thuna. Hilfe über Thuna 163 vom XFCE-Projekt. Ne? Finde ich gut. Netzwerk durchsuchen. Ich habe vorhin mein NAS-Laufwerk auf Anhieb gefunden. Das funktioniert nicht unbedingt unter jeder Version. Bei Ubuntu sagt er oftmals Fehler, obwohl es SMB ist. Muss man dann mit Server verbinden und so weiter machen. So, und wie gesagt, hier war bei den Eigenschaften. Hier, Open Folder as Root. Hier kann ich direkt sagen, öffne diesen Ordner als Root. Das ist dann auch mal ganz angenehm. Wenn man zum Beispiel, in einem Ordner ist und möchte lieber im Terminal arbeiten oder mit Root-Rechten, ne? Gut, sehr schön, Rechtsklick, Terminal hier öffnen, sehr schön. Ja. Wenn ich also zum Beispiel mal mit einem
grafischen Dateimanager in einen Ordner gegangen bin, in dem ich eigentlich gar nicht schreiben kann. Zum Beispiel, ja, User Share und Backgrounds zum Beispiel, ne, wo ich die Hintergründe finde, dann kann ich da normalerweise nicht schreiben. Ja, gut. Könnte ich aber hier sagen, öffne hier ein Terminal oder öffne den Ordner als Root, kann ich hier 1, 2, 3, 4 wieder eingeben und kann jetzt mit Root-Rechten etwas hier raus löschen, ja, weil mir zum Beispiel die komischen rostigen Eisenbahnschienen nicht gefallen, dann dürfen die auch in der entsprechenden Ansicht mal nicht mehr erscheinen. Könnte ich hier direkt löschen. Kann auch nicht jede Linux-Variante vom grafischen Dateimanager aus so mal eben. Ist hier standardmäßig alles schon da. Was wir standardmäßig auch da haben, sind Audio- und Videocodecs. Und wir haben auch einen Flash-Player drin, wenn es denn sein muss. Und der Rest ist nachinstallierbar. Config Settings Manager haben wir schon drin für grafische Spielerchen, wenn man sie denn will. Achtung, CCSM immer mit Vorsicht genießen. Jawohl, wissen wir. Wer also jetzt zum Beispiel den Desktop-Würfel braucht, der ist hier schon installiert. Fensterdekorationen, Firepaint, könnte ich hier direkt alles anklicken, wackelige Fenster und so weiter, will ich jetzt nicht unbedingt machen, damit mir, falls es mir gelingt, mein Rekord, mein Desktop nicht abschmiert. Haben wir also alles schon drin. Also, Resümee, kleine Mängel gefunden, aber sobald installiert, sehr gut gebrauchsfähig und optisch sehr schön gelungen. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug drüber. Ich glaube, ich muss mich ducken, die NSA kommt. Tschüss.